you know, I'm just so thrilled that they're filming this and this will be saved and we can still produce art for the public. Ja, das war ein verrückter Prozess in diesen sehr verrückten und unsicheren Zeiten. Wie erzählen wir dieses Stück? Aber das ist vielleicht auch, sagen wir, die Chance, die man nutzen kann, die uns diese Zeit stellt, dass wir uns jetzt immer und in jedem Moment Tag für Tag, Woche für Woche neu fragen müssen, wie und mit welchen Mitteln können wir das erzählen, was wir erzählen wollen. And when I met Dirk and his staging and his ideas, it was so incredible. I had no idea that that's what I would be getting into, like just the set and the garbage and, you know, the graphics and seeing everything and how brilliant his ideas are. Any chance to be able to perform, no matter if it's in front of cameras, if it's in front of a live audience, to me it's a gift and it doesn't change the way I necessarily sing or act. If anything, it made me a little nervous yesterday, just knowing this is being recorded. Wir müssen halt auswählen. Und zu diesem Zweck haben wir natürlich ein paar Kameras aufgebaut und meine Aufgabe ist es dann, für den Zuschauer zu entscheiden, wo würde der Zuschauer denn jetzt wohl hinschauen wollen. Dann lassen wir die ganz ruhig so stehen und ihre Sachen schleudern und das kann man auch im Kontrast hinterher noch ein bisschen verstärken, das ist alles möglich. Aber so ist es erstmal von der Einstellung her so schön. Also generell ist mein Anliegen immer, überhaupt nicht zu kollidieren mit dem, was wir da vorfinden, sondern wir versuchen wirklich, das möglichst eins zu eins wiederzugeben. Wir wollen nichts verändern, wir wollen keine andere Lichtstimmung erzeugen. Wir müssen nur daran denken, dass der Zuschauer am Bildschirm möglichst genauso viel sehen will, wie der Zuschauer, der hier im Saal sitzen würde. Das war schon ein sehr auch mühsamer, schmerzlicher Prozess, wenn man so eine Produktion über Wochen erarbeitet mit tollen Besetzungen und dann kommt es zu keiner richtigen Premiere oder es ist alles so sehr reduziert und das wollten wir letztlich dann kein zweites Mal haben, weil diese Produktion auch besonders interessant geworden ist und dementsprechend bin ich sehr froh, dass wir jetzt die Möglichkeit hatten und auch entschieden haben, es doch aufzuzeichnen, auch wie alle anderen Häuser das im Moment machen, das auch zu machen, weil wir es auch brauchen und es fühlt sich sehr gut an, dass dann zu haben. Ja, einmal, meine Damen und Herren, wir sind 36 einmal, solange wir warten. Also es wurde sehr gut instrumentiert mit einer relativ kleinen Besetzung im Orchester. Wir spielen mit 27 Musikern und trotzdem klingt das, von einer Seite klingt das transparenter als eine gewöhnliche Rusalka. Auf der anderen Seite, die wichtigsten Momente sind da und sogar diese dramatischen Momente, die man da mit der Musik zeigen kann, das ist alles drin. Und für mich war eine neue Erfahrung und ich denke, das hat der Bände wirklich Spaß gemacht. No matter where you are in the world, music is universal. You go in and you do your job, and it's a great thing to meet new people. And so I've really enjoyed my time here.